Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht, unbeschwert am Herd. Heute haben wir wieder einen Gast, die Petra ist da. Und wir machen heute ein Gericht, das habe ich bei der Petra zu Hause gesehen. Da haben wir gesagt, nee, quatschen wir nicht, du zeigst uns das, wie das geht. Und das Gericht heißt? Malfatti. Malfatti. Was heißt Malfatti übersetzt? Du hast vorhin gesagt. Malfatti heißt sowas wie nicht so gut gemacht oder schlecht gemacht. Mal schlecht und Fatti gemacht. Ah, ne? Okay. Das bezieht sich aber nicht auf den Teig oder sonst was, sondern einfach, das machen wir so zackig und dann wird eben nicht jedes, sieht nicht jedes aus wie das andere. Ah, okay, sieht nicht jedes und, aus wie das andere. Und dann denke ich mal. Okay. Ja. Und dazu brauchen wir? Ricotta. Wir brauchen viel Parmesan, gerieben, aber nicht gekauft, um Gottes Willen, sondern ja, selber gerieben. Ja, frisch gerieben. Hier, ja. Muskeln. Dann brauchen wir Eier, zwei Eigelb, je nachdem, Pfeffer. Dieses Öl, weil so ein Teig, der wird einfach nicht scharf, also er kriegt keine Schärfe, wenn man das vorher nicht ins Öl reintut. Ah, ne? Das okay. Weißt du wahrscheinlich ja, besser ja, als ja, ich. Ja. Aber ich liebe das generell mit so. Scharfes Öl ja. Kommt bei mir ja. Auch in Fleischteig und ja, rein. Ja, ne? Genau. Dann brauchen wir ein Spätzlemehl, eine Muskatnuss muss rein, Zwiebeln natürlich, Knoblauch. Und Knoblauch bereite ich dann immer vor, indem ich Knoblauch in Öl reinschneide, also Olivenöl nehme. Das Öl verteilt sich auch im Teig besser als die Knoblauchstücke. Also könnte man natürlich jetzt natürlich auch Hasi-Gold nehmen. Könnte man auch machen. Gut. Ja. Und Salz natürlich und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Ja. Und Spinat. Das haben wir jetzt extra hinten reingeschmuggelt, dass ihr euch das besser merken könnt. Ja, ich dachte, das möglichst war möglichst trocken. Was entweder möglichst man macht den frisch oder man taut ihn auf, aber der soll halt keine Nässe mehr haben. Ja. Ne? Also entweder drückst du ihn aus oder wege in der Pfanne. Wieder. Genau, und ich mache dann halt auch noch. Sonst braucht man elend viel Mehl und wir wollen ja keine Mehlknödel haben, sondern Malfatti. Malfatti, okay. Gut, schmeißen wir mal alles da rein. Ne? Also wir machen eigentlich alles jetzt zusammen. Ricotta. Ricotta, ja, einfach alles. Und du machst auch Pi mal Auge. Ja, ich mache leider alles Pi mal Auge. Ja, das ist leider, das ist wunderbar, das mache ich auch. Ja. Ich guck mal, ob wir da noch nicht alle reintun, das Eigelb. Das nennt man halt nach Gefühl. Ja, ja, die Zwiebel gleich rein. Die Zwiebel auch gleich rein, alle, oder? Ja, ja. Okay. Ja. Nur mit Sparen. So gefällt mir das. Ja, nicht so. Dieses Ei muss man da jetzt reinschlagen. Und da gibt es einen Trick, den Köche kennen und ich nicht. Ja. So, ja, das kann man jetzt erstmal schon mal schön verrühren. Dann machen wir mal das Knoblauchöl noch drauf. Dann nehmen wir natürlich alles. Ja, ja. Klar, ja. Haben wir extra gemacht. So. So, genau. Salz ein bisschen. Ein bisschen. Wir werden ja nicht ganz so viel Salz brauchen, oder? Wenn wir Parmesan mit reinmachen. So ist es. Ja, da haben wir deswegen natürlich am Ende dementsprechend noch Power. Genau, die Muskatnuss. Muskatnuss. Ja. Ah, herrlich. Ja. Guter Duft, ne? Okay. So. Pfeffer. Pfeffer. Auch nicht sparen. Brauche ich aber nachher nochmal da drüben, ne? Ja. Beim zweiten Teil. Beim zweiten ja Teil brauchst du auch Teig, noch was. Ne? Okay, ja. So. Parmesan schmeißen wir auch schon mal rein. Und den Spinat. Spinat, genau. Okay, ja, da wollen wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen nachwürzen müssen, oder? Wenn wir so viel Spinat machen. Ja, ja. Das sehen wir gleich. Aber das ist ja im Prinzip eine arme Leute essen, oder? Bis auf der Parmesan, da kauft ihr mal so viel ja, Parmesan. Ja, schon, aber sagen wir mal, man könnte auch einen anderen Käse nehmen, nein. Oder? Nein? Nein, dann schmeckt es ja nicht. Ah, okay. Das, also was man natürlich aus Kostengründen machen kann, ist ein Reggiano. Ah, okay. Ja, also so nicht ganz so alten wie der Parmesan, sondern so ein Reggiano halt. Ja, ja, aber wenn, dann machen wir es jetzt schon. Ist okay. Ja. Aber darum haben wir ja gesagt, unbedingt ein frisch geriebener, richtiger Parmesan ist halt Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ja. Eigentlich ist ja jetzt schon das Wichtigste mit drin. Ah, und jetzt brauchen wir die Konsistenz. Und jetzt brauchen wir eben mit dem Mehl die Konsistenz finden.
Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich zu viel Mehl reingeschmissen habe. Dann machst du noch Ei dazu. Dann würde ich einfach wieder ein Ei reinschmeißen. Das ist wie bei der Semmelknödel, da macht man auch entweder Semmelbrösel rein oder sonst mal Milch. Darf man einfach nicht. Und kann man auch wunderbar noch gefühlt schaffen. Sowieso. Haben wir das Öl noch gar nicht drin, das Scharfe? Scharfe, jawohl. Machen wir jetzt auch mal. Das ist nicht so scharf, also da kann man ruhig ein bisschen reinmachen. Und wir lassen das aber jetzt nachher, glaube ich, noch ruhen, hast du gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Mindestens eine halbe Stunde, Ja, okay, also was quasi das ausquellen kann. Ja, man kann auch die zweifache Menge machen oder dreifache Menge machen. Und dann vorbereiten. Ja, das ist ja das Geniale. Ja, du hast das damals vorbereitet gehabt. Ja, darum habe ich gesagt, das ist echt super geschickt. Das ist absolut partytauglich. Ja. Du machst einfach viele. Ja. Dann nimmst du die vielen, packst sie in schöne Glasschalen rein, tust eben dieses Zeug gleich schon mit rein, einfrieren oder kannst du auch einen Tag stehen lassen. Ne? Also einen Tag vorher einfrieren, Backofen 20 Minuten und fertig. Und alle sind begeistert, so begeistert. Ja, das waren sie auf dem Fest auch. Ja. Also wir machen dann quasi nochmal Parmesan dazu. Boah, das ist anstrengend. Später, oder? Soll ich dir das schnell machen? Das ist anstrengend. Gottes Wille, sag was. Nachher kommt Butter rein, Salbeiblätter drauf, in eine Schale, die Malfattis, die fertig gekochten, drauf und dann Parmesan oben drüber und aufheben. Also es muss ein richtig fester Teig sein, seht ihr das richtig? Ja, das ist so ein zäh muss es sein. Mhm. Das muss so, eigentlich darf er nicht mehr kleben. Am Rand? Also der ist so, dass er sich dann schnell so ein bisschen ablöst, ne? Also machen wir jetzt nochmal. Also machen wir uns noch ein bisschen mehr rein. Und es muss auch wirklich, darf nicht einfach ein billiges Mehl sein, sondern es muss dieses Spätzlemehl sein. Also ganz feines. Kannst du auch Dinkelmehl nehmen, nicht? Ja, oder Wiener Griesen zum Beispiel gibt es ja da auch. Oder man, wenn man es halt nicht kriegt, soll es ja geben, dann kann man ja auch Grieß und Mehl mischen, ne? So feiner Grieß. Sonst wird es nicht. Duro. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also so, dass es quasi nicht mehr an den Händen kleben würde. Ja, genau. Dann nehmen wir nämlich nachher auch die Hände. So langsam wird es. Ja. So langsam wird es. Und macht auch keinen Sinn, da jetzt ein Rezept abzuwiegen, weil das muss die Konsistenz kriegen. Mhm. Sonst zerfallen die Dinger und. Ja, also machen wir jetzt nochmal was. Ne? Mhm. So. Ja. Jetzt passt's. Könnte ganz gut werden. Und wenn es dann steht, wird die Konsistenz nochmal ein bisschen. Ja, das Mehl, das quält natürlich noch ein bisschen dann auf. Dann wird es nochmal ein bisschen. Jetzt kommt es. Dann wird es nochmal ein bisschen fester. Ja, kann man mit den Händen, aber jetzt auch. Ne? Ja. Das können wir nämlich wie normaler Teig jetzt richtig verkneten, oder? So, best ein bisschen falten. Geht auch schneller, ne? Ja, geht viel schneller. Ich mache. Wenn es geht, das meiste. Aber das ist jetzt hast du unten rausgelöst, jetzt kann man noch mal ein bisschen jetzt kann man wieder aufmachen. Wenn man schaut, die Oma, die macht das auch mit den Händen. Ja, immer. Und dann spürt man das einfach. Auch ich versuche das immer zu erklären, sage, ich muss das spüren. Ja. Ich kann das jetzt in der Maschine so, merke ich jetzt sofort, da brauchen wir noch ein bisschen was, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Aber jetzt sieht man auch schon, dass das so wie Kaugummi ist. Das hält zusammen. Das hält zusammen. Und ich denke, wenn man das jetzt kühlt, dann passt es. Dann passt es, genau. Dann lassen wir das jetzt mal kühlen. So, also jetzt haben wir das aus dem Kühlschrank geholt. Halbe Stunde Minimum. Minimum eine halbe Stunde. Mhm. Kann man auch am Abend vorher machen. Schade. Abend vorher, okay. Ja. Und dann wird es abgestochen. So. Und jetzt hat der Teig, das sieht man, der ist so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, der ist so, gibt nach irgendwie. Ja. Ne? So, jetzt steche ich das einfach so ab. Na. Umso länger man es natürlich jetzt rasten lassen würde, wäre es natürlich umso pappiger auf Deutsch gesagt. Oder fester. Genau. Und dann machst du das dann hier rein. Genau, das habe ich jetzt gerade schon, Entschuldigung, in der Zwischenzeit schon mal gemacht. Butter, Salbeiblätter, man könnte natürlich auch andere Kräuter nehmen. Ja, okay. Ein bisschen Knoblauch rein. Und das schmeiße ich da jetzt rein, weil die Dinger, wenn die fertig sind, die Malfattis, kommen die da einfach rein und schon ist es eigentlich fertig. Du kochst sie auf. Denke ich mal, oder? Ja, ein bisschen hochziehen. Ja, ne? Sollen auch nicht kochen. Ja, okay. Nicht kochen, sondern ziehen. Bloß ziehen. Genau.
So. Man kann die ja auch kleiner oder größer machen, je nachdem, wie man da Lust hat. Ja. Aber die überbacken wir ja dann so. Die überbacken wir ja dann. Und mit Parmesan dann noch dazu. Ja, ganz viel Parmesan, Pfeffer oben drauf. Ich habe jetzt den Ofen schon mal aufgeheizt auf 180 Grad. Ja, genau. Dann machen wir das jetzt gleich rein und denke ich also gleich fertig. Das ist tatsächlich genial, weil du kannst, wenn die da jetzt drin sind, kannst du sie auch statt in den Ofen einfrieren. Okay, ja, das hast du ja bei dir gemacht gehabt. Ja, genau. Das war wunderbar. Ja, oder? Und dann kann man es natürlich als Gefrorener in den Ofen schieben. Ja, ist natürlich eine richtig tolle Vorbereitungssache, wo man vorrichten kann. Ne, und mal Fatti ein bisschen schlecht gemacht, weil da braucht man eigentlich keine Mühe geben. Hängt ein bisschen Spinat raus und so. Ja. Okay, jetzt lassen wir das ziehen. Lassen wir die mal ziehen, bis sie hochkommen, oder? Okay. Ja, wir haben ja. Bis sie hochkommen, jetzt kocht es aber, muss ein bisschen runterschalten. Ich würde das jetzt ein bisschen lösen, weil dann kleben die manchmal fest. Ja, aber ich bin die vorhin schon durchgefahren. Ah. Und dann brauchen wir sie ja nur noch, dass halt der Käse schön verschmolzen ist, genau, oder? Genau, also gegart sind sie ja. Sehr großzügig, ne? Ja. Den Käse drauf. Ja, genau. Und dann sind die zwar ein bisschen gehaltvoll, aber total lecker. Ja, aber für ein gutes Fest braucht man ja Gehalt. Du, und überhaupt, da gibt es schon Fleischesser, ne, die bei mir waren. Und bin ja schon ewig Vegetarier, ne? Da waren schon Fleischesser, die das Fleisch haben stehen lassen, wegen dem Malfattis. Ja, das ist natürlich dein Argument. Ja. Genau. So. Ja, die kommen jetzt schon hoch. Aber es ist ganz gut, wenn die noch ein bisschen, so 2-3 Minuten, lasse ich sie immer noch ein bisschen oben ziehen. Aber die sind gut geworden, ne? Wir haben lang genug ziehen lassen. Die sind, also wenn der Teig nicht in Ordnung ist, also wenn der nicht richtig die Konsistenz hat, dann fallen die auseinander. Ja. So ist jetzt nichts passiert. Klar, dass man ein bisschen durch den groben Spinat, das ist ja ganz normal. Das ist das Mal im Fatti. So, jetzt nehmen wir die mal, legen die einfach so da drauf. So, das ist schon gerade so eine Lage. Ne? Gut, da brauchen wir jetzt ja keine mehr. Hast so, ja die habe ich ja drin. Schon unten drin. Ja. Genau. So. Oh ja. Okay. Und gut. So, das kann man dann am Tisch nochmal pfeffern, wenn man mag. Aber wir haben den Teig gut gewürzt. Ja, wunderbar. Also, und jetzt machen wir das in den Ofen. Jetzt warten wir noch. Viertelstunde, oder? Viertelstunde. Wir gucken da mal rein. Ja. Wie es aussieht nach einer Weile und dann... Passt. Ja, okay. So, jetzt haben wir das im Ofen gehabt. Also, wunderbar. Wow. Könnte man noch ein bisschen länger, aber ist okay. Das ist gut so. Leicht gebräunt. Leicht gebräunt, ja. Und natürlich, wie du sagst, die Butter hat jetzt den Geschmack natürlich von dem Rosmarin angenommen. Vom Salbei. Wow, wunderbar. Schaut euch das an. Ja, okay, man könnte es jetzt vielleicht noch ein bisschen bräunlicher machen, das ist je nachdem, wie man es will. Ja, man muss natürlich den Käse nicht verbrennen. Ja, aber ihr seht, es ist ein wunderschönes, einfaches Gericht. Du tust es herrichten und gibst es dann jemandem mit. Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich ein tolles Gericht, wo man so mit auf die Arbeit mal nehmen kann. Kannst ja, du kannst auch kalt essen. Schmeckt auch kalt gut. Ja, übrigens, kalt, wunderbar. Ja? Genau. Ja. Ein wunderbares, einfaches Gericht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Petra, vielen Dank. Bitte gerne. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, dann haltet weiter erzählen. Ja? Okay.